Es kommt selten vor, dass einem ein nagelneues Auto vor die Tür gestellt wird, sogar ein richtig modernes und sportliches, und dann will der Empfänger es gar nicht haben. In Nordrhein-Westfalen aber passiert das gerade, und zwar hundertfach. Die Polizei in NRW bekommt nämlich eine neue Dienstwagenflotte. Knapp 2000 neue BMW rollen da in Zukunft auf Streife. Doch bei den Polizisten selber, da bleibt die Freude am Fahren irgendwie auf der Strecke. Sportlich, schnittig und top ausgestattet, der neue Dienstwagen der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Ein BMW aus der Dreierreihe. Bis 2017 soll die alte Flotte vollständig ersetzt werden. Das neue Auto stößt aber nicht bei allen Polizisten auf Begeisterung. Das haben wahrscheinlich Leute entschieden, die nicht täglich mit diesem Gerät arbeiten müssen, die täglich mit dem Fahrzeug fahren müssen. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass man diese Entscheidung getroffen hätte. Im Vergleich zum alten Passat von Volkswagen kritisiert die Gewerkschaft der Polizei vier grundlegende Punkte. Der BMW ist 8 cm kürzer als der Passat. So hat der Kofferraum des Wagens längst nicht so viel Platz wie früher. Das Problem ist, dass die Kollegen einfach auch noch private Sachen dabei haben oder beziehungsweise zusätzliche persönliche Ausrüstungsgegenstände. Eine Mütze, ein Helm, eine Regenjacke, Taschenlampe, Unterlagen, Formulare, die man dabei hat. Ebenso gravierend aus Sicht der Gewerkschaft, auf der Rückbank ist viel weniger Platz als im VW Passat. Besonders dann, wenn auch eine Person in Gewahrsam mitfährt. Und auch die geringe Höhe des Wagens erschwert das Ein- und Aussteigen. Aber auch vorne müssen sich Fahrer und Beifahrer an die neue Größenordnung gewöhnen. Eine Waffe habe ich hier an der Seite. Damit ist für mich dieses Gurtschloss überhaupt nicht zu erreichen. Es sei denn, ich mache jetzt gleich also eine Verrenkung, um mich anzuschnallen. Bayerische Polizisten fahren das Modell seit Jahren kritiklos. Das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste hat bereits rund 1.900 Autos für NRW bestellt. Insgesamt kostet die Umstellung 21 Millionen Euro. Von Beamten getestet wurde das Auto vorher nicht. Wir haben hier ein Auto, das in der Beschaffung auf der Grundlage eines sogenannten Leistungsverzeichnisses basiert. Da sind über 100 Punkte genannt, die erfüllt sein müssen, damit ein Fahrzeug Streifenwagen wird, so wie die Kolleginnen und Kollegen draußen es benötigen. Und die haben daran mitgewirkt, dieses Leistungsverzeichnis zu erstellen. Insofern erfüllt das Fahrzeug aus unserer Sicht auch alle Voraussetzungen. Bei der europaweiten Ausschreibung hat BMW das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt. Das alleine war aber nicht entscheidend für den Fahrzeugwechsel. Bei der Beschaffung der Fahrzeuge geht für uns ganz klar Praxis vor Preis, so sagen wir das ganz kurz gefasst. Bedeutet, zunächst einmal muss das Fahrzeug alle Voraussetzungen erfüllen, die die Kolleginnen und Kollegen an das Fahrzeug stellen. Und erst dann entscheidet der Faktor Wirtschaftlichkeit. Mehr als 500 neue Streifenwagen wurden bereits ausgeliefert. Die Verantwortlichen sprechen von einzelnen Problemen, die Gewerkschaft der Polizei nicht. Wir haben schon flächendeckend Kritik, also da, wo der BMW ausgegeben wird, kommt immer ungefähr die gleiche Kritik. Der aktuelle Fall ist nicht neu. Auch die Anschaffung der alten Opel Vectra sorgte in den 90er Jahren für Kritik. Damals gab es die gleichen Probleme, die Autos waren zu klein. Eines steht jedoch fest, mindestens 3 Jahre müssen die NRW-Polizisten nun mit dem Wagen fahren, ob sie wollen oder nicht.